So, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Willkommen in Iowa. So, wir haben nämlich vor, schon langsam anzufangen mit der Zuckerrübenernte. Dazu müssten wir mal zum Shop und einen Rübenernte ausleihen. Mal schauen. Na. Rübentechnik. Hätten wir den? Der macht auch Kartoffeln, ist er? 43.000. 45.000. Gut, sagen wir, dass wir uns den ausleihen. Der ist gleich komplett. Mieten wir den. Ja. Und dann fahren wir den mal zum Feld. Wunderschön, ja. Fette Teil. Ein paar Hektar haben wir. Uiuiui, war knapp. Ja, wir kommen wieder hier auf Twitch. Frisch, fromm und fröhlich. Hier werden wir hier von unten anfahren. Hier geht es ja zur Maistrocknung und zur Mühle. Ja, hier müssen wir noch die Ballen aufsammeln, siehst du. Weil wir waren schon lange nicht mehr auf dem Spielstand. Hier hatten wir die letzte Mal Mais geerntet. Und hier sind die Zuckerrübchens. Brauchen wir für unser Zucker Produktion. Wunderbar. Los geht's. Ja, wir hatten ja erst vorgehabt, mit Zugmaschinen das Ding zu ernten. Mit John Deere Power. Aber irgendwie haben wir uns doch entschlossen. Das ist ja ein paar Hektar, doch ein paar Hektar.
Ja, wir haben jetzt hier auf der linken Seite die Abladung. Oder? So, mal gucken, dass wir dann so fahren. Oh, hier sind wir, glaube ich, aus Versehen mal aufs Feld gefahren. Oh, hier kann man schön weit nach hinten gucken. Das Video. Mal aufpassen, dass wir hier nicht zerstören. Ja. Böse Falle. Ja. Den Meister an. So, dann werden wir schon mal den Trecker klar machen. Wunderschön. Sound, ja. Dann kommt das Monster an, ja. Kicken, ob der abtankt.
Ja, werden natürlich hier gleich ausnutzen, dass das Feld schon abgeerntet ist. Wieder hochfahren. So, dann können wir nämlich in der Zeit, wo ist der Meister? Haben wir uns hier einen wunderschönen Pickup geholt. Ist unser Hof. Ja, der muss ja eine schön große Kolli haben, ja, wenn die Autos alle stehen bleiben. Aber ist gut. Oh, die Gaffer, ja. Noch nie so einen schönen Pickup gesehen. Ja, hier steht unser schicker Drescher rum, bereit für die nächste Ernte. Feld hatten wir ja auch schon geerntet und vorbereitet. Ja, wo stellen wir den jetzt hin? Das ist ja ein Drehschemel. Ja. Ein Drehschemel hier hinter dem. Ah, nee, hier ist Ausladen. Stellen wir hier hin. Zurück.
gleich mal ran an die Buletten. Gucken, ob er auslädt. Dass sie nicht zu dicht sind. Oh, wir sind zu dicht, ja. Oh. Ja, warte mal, Motor starten. Oh. Jetzt mal nächstes Mal ein bisschen mehr Abstand machen. Ja, wir fahren ja schon. Nutzen natürlich gleich alles aus hier. Ja, hier müssen wir flügen. Gleich ein bisschen mehr hier Abstand hier halten, ja. Haben wir hier nämlich die drei Felder. So. Mal hier den Gabelstapler mal ab runterholen. Nee, wartet das. Klappen, ne? Ja. Das sind die Türen. Die andere Tür. Okay. Oh, es ist nicht zu breit. Ah, gerade so. Haben wir denn jetzt schon irgendwas Produktionsmäßiges für die Kartoffel, für die Äpfel? Nee, nicht, dass ich wüsste. Da, wir haben nur das Gewächshaus. Nee. Verladen können wir so.
laden können. Also, da würde ich sagen, dass wir uns Linie nehmen, ne? Das ist normalerweise unser Feldtrecker. Aber zum Anhänger holen werden wir den nehmen jetzt. Ah, unsere Schweine, Kühe und Hühner sind am Start. Hier drüben haben wir so eine kleine Pferdekoppel. Da wollen wir uns ein Pferdchen holen noch. Gut.